Ja, nochmal ein Satz zum Fortbildung, Weiterbildung. Ich glaube, dass die VHS und auch andere Bildungsträger, aber ich bin natürlich als städtischer Mensch in erster Linie bei der VHS, dort eine wichtige Aufgabe haben und sie auch wieder stärker wahrnehmen sollen. Gut, das als wirklich ganz kurze Antwort darauf. Zunächst mal nochmal zu mir. Ich bin gespannt auf den 11. September. Ich ruhe mich nicht auf den Umfrageergebnissen aus. Hier, da kannst du dich drauf verlassen, weil ich weiß, wie trügerisch das ist. Ich will bis zum letzten Tag kämpfen und würde auch sagen, ich finde es ganz erfrischend, auch hier diese Konstellation. Aber wer wirklich will, dass Dresden manchmal nicht Oberbürgermeisterin wird, muss nicht wählen, weil ansonsten könnte ich den verloren. Wenn Sie mich wählen, werden Sie jemanden haben, der intensiv das Thema Bildung vorantreibt, so wie es bisher auch, aber an erster Stelle kann man das immer noch ein bisschen besser machen. Sie werden mit mir jemanden haben, der sich sehr um das Thema Nachhaltigkeit kümmert. Da hat die Stadt Wolfsburg allerdings ein Schaute-Thema, aber da hat die Stadt Wolfsburg wirklich einiges nachzuholen. Da sind wir nicht so gut, wie wir es an anderer Stelle sein sollten. Wir werden mit mir das Thema Integration des Miteinanders weiter vorantreiben. Und ich will jemand sein, ich glaube, das war auch schon hier spürbar, der durchaus ein großes Interesse daran hat, auch mit den kleineren, in Anführungszeichen, weil es weniger Sitze vermutlich sind, Fraktionen stärker ins Gespräch zu kommen. Ich glaube, da werden wir eine ganz gute Zusammenarbeit haben. Und ich bin ganz sicher, dass Sie mit mir an der Spitze jemanden haben, der bei den Stadtwerken nochmal für Ruhe sorgen wird und dafür sorgen wird, dass solche Dinge nicht nochmal vorkommen. Meine Damen und Herren, dann stehe ich auch mal auf jetzt am Schluss zum Thema Weiterbildung. Also vielleicht war hier auch gesprochen so von Ihnen, dass man generationsübergreifend Weiterbildungsangebote vorhalten sollte. Und ich meine auch, dass unsere Volkshochschule, dieses Bildungszentrum, einfach auch generationsübergreifend, auch für die ältere Generation, interessante Angebote parat halten sollte. Und ich glaube, dass wenn es dann erstmal wieder dort zu dieser Bildungslandschaft kommt, also sprich die Volkshochschule zurückziehen kann, dann wird das sicherlich auch entsprechend ausgeweitet werden können. Ja, meine Damen und Herren, ich bin im Gegensatz zu Frau Heister-Neumann der Wolfsburger Kandidat aus der politischen bürgerlichen Mitte und ich bin in meiner langjährigen Ratstätigkeit eigentlich nie so als Parteipolitiker aufgetreten. Mir ging es in erster Linie immer um die Belange der Stadt Wolfsburg und denke auch, dass ich durchaus ganz gut in der Lage bin, Menschen zusammenzuführen. Mein Wunsch ist jedenfalls der, dass es gerecht, verlässlich zugehen soll, auch bisweilen mal etwas nachdenklicher und sensibler, weniger Politik von oben herab. Und es gibt ja in der Stadt Entwicklungspolitik, und so habe ich es auch von vielen Bürgerinnen und Bürgern erfahren, durchaus auch Punkte, wo man sagt, naja, Mensch, ist da nicht auch für überflüssigen Luxus Geld ausgegeben worden? Nur ein Stichwort, Überdachung am Hugo-Bauplatz für 1,1 Millionen. Und die verehrte Stadtbaurätin wollte ja für weitere 3 Millionen auch sogenannte Überdachungsinseln noch schaffen zwischen Hauptbahnhof und dem Bereich Porsche Straße Nord. Sowas wollen wir nicht. Wir wollen für eine verlässlichere, solidere Stadtentwicklungspolitik sorgen und dafür stehe ich auch ganz persönlich. Der jüngste Bürgermeister Wolfsburgs ever. Richtig, und ich habe ja auch meine Umfragewerte heute gelesen und gehe davon aus, dass ich wohl nicht mehr ganz auf diese 47% kommen werde. Ich liege also bei guten 4, da bin ich schon ganz mit zufrieden. Sollte ich dennoch das noch schaffen, Bürgermeister zu werden, dann haben Sie mit mir einen Bürgermeister, der auf jeden Fall für mehr Transparenz in der Verwaltung sorgen wird. Der Adressdatenhandel mit Ihren persönlichen Daten, die im Moment von Parteien, Presse und Rundfunk gekauft werden können, der wird gestoppt.
Ich möchte, dass in Wolfsburg Bürgerentscheidungen schon mal erwähnt, verbindlich werden. Das heißt, Dinge wie Glasdach, Bildungscampus, ZOB sind in Zukunft Dinge, über die der Bürger zu entscheiden hat. Und ich bin der Bürgermeister, der mittelfristig einen kostenlosen öffentlichen Personennahverkehr in Wolfsburg einrichten möchte. Es gibt Beispiele, dass dieses Konzept funktioniert. Es gibt in Belgien eine Stadt, Hasselt, wo das seit 1995 erfolgreich praktiziert wird. Wir müssen uns vielleicht einfach nur trauen, das zu versuchen. Ansonsten kann ich sagen, ich liege wie gesagt bei 4%. Wenn diese 4%, die bereit wären, mich zum Bürgermeister zu wählen, auch beim Stadtrat einfach drei Kreuz bei den Piraten machen, dann kann ich Ihnen versprechen, haben wir in Wolfsburg eine neue Kraft im Stadtrat, die das, was bisher gut gelaufen ist, unterstützt und das, was bisher nicht so gut gelaufen ist, ändern wird. Herr Zimmermann wäre die erste Bürgermeisterin, vielleicht von dir. Die letzte Runde, Oberbürgermeisterin, ja genau, Bürgermeisterin. Ja, das wäre das. Ich wäre doch mal was nach Ingrid Ecke, die Bürgermeisterin gewesen. Es, für uns ist natürlich klar, die soziale Frage sollte ganz klar im Vordergrund stehen. Das ist unser Alleinstellungsmerkmal, möchte ich mal sagen. In der Konsequenz natürlich machen auch andere was in dem Bereich, aber nicht so konsequent, wie wir das machen. Auf jeden Fall würde es darauf hinauslaufen, dass es nicht mehr 2500 die nur allein zählbare Kinder in Armut geben wird. In Wolfsburg, das passiert nicht. Es wird auch für die Jugend möglich sein, Demokratie zu lernen, nämlich in selbstverwalteten Jugendzentren Verantwortung zu übernehmen und dadurch eben auch in die Politik hineinzuwachsen und in diesem Bereich eben auch tätig zu werden und das auch als spannend und lohnenswert zu empfinden. Ich finde wichtig, lebenslanges Lernen, und da sind wir auch bei einem Bereich, den wir heute noch nicht so richtig wirklich angesprochen haben, nämlich bei den Seniorinnen und bei den Senioren. Ich denke, auch da unbedingt muss was passieren. Auch Menschen, die jenseits der 60 sind, müssen ihre Orte haben, an denen sie sich treffen können und auch in denen sie auch selbstverwaltet und selbstgestaltet und selbstbestimmt ihre Zeit verbringen können und auch bestimmen können, was da passiert. Zu Fort- und Weiterbildung muss ich nochmal sagen, dazu habe ich schon was gesagt im Rahmen der Lehrer- und Erzieherinnenausbildung. Ich denke, dass das wichtig ist und auch das gehört zum lebenslangen Lernen dazu. Ich komme mal zu einer Sache, die ich eigentlich am Anfang sagen wollte, aber dann doch nicht gemacht habe. Also es ist ja so, wir haben jetzt das erste Umfrageergebnis, meins ist auch gar nicht so schlecht, nämlich auch bei so um die 4%. Ich habe es noch gar nicht ganz genau gesehen, aber das ist, finde ich, schon auch ein beachtlicher Erfolg. Klaus, ich gratuliere dir an dieser Stelle schon mal zu deinem Umfrageergebnis, weil du bist mir als Oberbürgermeister deutlich lieber als Frau Meister Neumann. Ich will dir aber auch sagen, ich versuche es noch mal, die 47% zu erreichen. Okay, du weißt nicht, dass meine...